Hinter diesen unscheinbaren Mauern kann man richtig was erleben. Kinokultur, wie es sie im Saarland wohl kein zweites Mal mehr gibt. Ein handverlesenes Programm, das Familienfilme genauso wie auch Abseitiges bringt und sogar auf Publikumswünsche eingeht. Es ist das totale Kontrastprogramm zu den Mainstream-Bunkern, die mittlerweile die Kinolandschaft dominieren. Und wie jede lebendige Kulturstätte ist die Kinowerkstatt in St. Ingbert kein bloßer Abspielort, sondern ein Begegnungsort. Leidenschaft heißt das Zauberwort, das all das möglich macht und am Leben hält. Sein Name ist Kraus, Wolfgang Kraus. Und er ist ein waschechter Kinoheld, aber nicht auf, sondern vor der Leinwand. In der Kinowerkstatt St. Ingbert nimmt er viele Rollen ein. Vorführer, Ticketverkäufer, Barkeeper und Moderator. Test, funktioniert. Los geht es aber wenig actionreich mit der Vorbereitung für einen Sektempfang am Abend. Also wir haben heute einen besonderen Gast hier in der Kinowerkstatt, den Bestsellerautor Eugen Ruge, der das Buch geschrieben hat in Zeiten des abnehmenden Lichtes. Passend dazu zeigt Kraus den Film zum Buch. Dass so eine Berühmtheit kommt, ist etwas Besonderes. Ihm ist wichtig, dass seine Gäste sich wohlfühlen. Das machen wir also öfter, dass wir ein Buffet auch aufbauen. Und das hat den Effekt, dass die Zuschauer nachher auch miteinander ins Gespräch kommen. Und ich denke, das ist auch ein Ziel eines kommunalen Kinos, diese Art der Kommunikation zu pflegen. Die roten Klappsitze kennt man aus anderen Kinos. Die bunten Wände sind eher ungewöhnlich. Die haben die Jugendlichen von nebenan bemalt, denn die Kinowerkstatt liegt im St. Ingberter Jugendzentrum. Angefangen hat alles vor 40 Jahren. In St. Ingbert gab es also kein Angebot an deutschen Filmen. Fassbinder, Wenders, Herzog und sowas war undenkbar. Es gab eigentlich nur das Mainstream-Kino, also das Hauptkino, in dem halt die Hauptfilme, amerikanische Filme liefen. Das Gros seiner Arbeit findet aber gar nicht im Kinosaal statt. Am Computer pflegt Kraus die Internetseite und plant das Filmprogramm. Dabei geht er auch auf Besucherwünsche ein. Ich bin also regelmäßig auch hier an der Kasse und lerne die Zuschauer kennen. Und es wird auch wirklich, das finde ich auch sehr schön, angenommen, dass sie auch selber Filmvorschläge machen. Die Kinowerkstatt ist ein gemeinnütziger Verein. Er wird gefördert auf kommunaler, Kreis- und Landesebene. Das ermöglicht Wolfgang Kraus, auch mal Filme zu zeigen, die vielleicht eher weniger Menschen ansprechen. Es ist natürlich wie bei allen kulturellen Angeboten, dass sich im Grunde nur 8% der Bevölkerung überhaupt für Kultur interessieren. Und ich denke, mit diesen 8%, also das sind sehr engagierte Leute, kommen wir ganz gut hin. Für das herausragende Filmprogramm hat Kraus 2016 einen Preis erhalten. Euro. Langsam treffen die ersten Gäste ein. Das ist aber wirklich nett bei Ihnen. Ich war noch nie hier gewesen. Nee, wo kommen Sie her? Aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken. Oh, ich glaube, wir kommen öfter, das gefällt mir. Tun Sie das? Also wir haben natürlich ein Stammpublikum, das ist klar, die schon Jahre eigentlich mit dem Kino auch groß geworden sind. Also das gibt es. Aber wie gesagt, bei solchen Ereignissen kommen eben auch noch andere Zuschauer. Und das ist auch ganz wichtig, denke ich. Der Andrang an diesem Abend ist groß, das Kino ausverkauft. Viele Gäste haben den Roman gelesen. Unter ihnen sind auffällig viele junge Menschen. Also ich mache jetzt nächstes Jahr Abi und das Buch ist ja Abi-relevant. Und dann wollte ich mir einfach mal den Film angucken und der Autor kommt ja auch. Und dann kann man Fragen stellen. Ich denke, das ist sehr bereichernd. Ich komme schon viele, viele Jahre ganz regelmäßig hierher, weil ich das sehr schätze, was Wolfgang hier für Filme zeigt. Schönen guten Abend. Toll, dass so viele gekommen sind. Und auch der Ehrengast des heutigen Abends fühlt sich in der Kinowerkstatt wohl. Es sieht einfach nicht so aus wie ein Kino, wo man große, dicke, kommerzielle Filme spielt, nicht?
sondern irgendwie familiär. Nicht? Als ob das jemand betreibt, der Filme liebt, der gute Filme liebt. Ursprünglich hat Kraus Psychologie in Saarbrücken studiert. Schon zu Uni-Zeiten hat er Filme vorgeführt. Heute kann er sich nichts anderes mehr vorstellen. Ja, es ist inzwischen zum Lebensinhalt geworden halt. Also ich besuche Festivals, ich suche Filme aus. Ich freue mich, wenn die Zuschauer die Auswahl schätzen nachher, wenn sie auch Rückmeldungen geben und so weiter. Also es ist ein, denke ich, ein wichtiger Punkt inzwischen geworden in meinem Leben. Oft ist der Arbeitstag von Wolfgang Kraus erst um Mitternacht vorbei. Und nach dem letzten Film dürfen die anderen Bewohner des Jugendzentrums St. Ingbert auch wieder Krach machen. Ja, der Sommer ist ja noch lang und ein Abend in der Kinowerkstatt St. Ingbert, der lohnt sich ganz bestimmt. Wir gehen jetzt auch gleich in die Sommerpause, nicht ohne Ihnen aber noch was mit ins Reisegepäck für die Ferien zu stecken. Schauen wir einmal in dieses Künstlerbuch hinein. Es sind Fotografien saarländischer Künstlerinnen und Künstler. Opernsänger sind drin, Grafiker, Mundartschriftsteller, Fotografen. Ja, und auch einen Dirigenten und Pianisten hat der Fotograf Werner Richner abgebildet. Sie können jetzt ein Exemplar dieses Fotobandes gewinnen, wenn Sie uns folgende Frage beantworten. Welcher Pianist ist im Buch hautnah abgebildet? Er ist gleichzeitig auch Gründer der saarländischen Musikfestspiele. Ist es A. Justus Franz, B. Fritz Maldener oder C. Robert Leonardi? wims-kultur@sr.de ist unsere Adresse. Oder sprechen Sie uns auf den Anrufbeantworter. Saarbrücken 602 2788 ist unsere Nummer. Ich drücke die Daumen. Und die Kollegen vom aktuellen Bericht, die schnüren Ihnen jetzt das Paket mit dem wichtigen Geschehen vom Tage. Genießen Sie diesen Sommerabend. Tschüss.